Aber schön ist es doch schon irgendwie. Ich laufe, glaube ich, ich laufe deutlich zu weit. Verdammt. Okay, wieder zurück. Mist. Habe ich mich so von der Schönheit hier blenden lassen? So viel zum Thema Oberflächlichkeiten hatten wir ja das Thema. Na gut, aber es ist... Ach, Nandohirion, das ist das Gebiet hier. Ach so. Gut, hatten wir ja schon. Einschränkung der Wahrnehmung. Was? Ach so. Zu viel vom Server, okay. Zu viel Serverlast, dann ist meine Wahrnehmung eingeschränkt. Das ist auch sehr schön. Das passiert mir auch gerne mal im RL. Wenn einfach mal gerade der Real-Life-Server gerade am Abkacken ist, dann sehe ich einfach nur noch 20 cm weit. Weißt du, weil dann die Brillen-App nicht mehr funktioniert. Oder das Brillen-Subsystem. Und dann, dann sehe ich halt nichts mehr. Weil ich ja kurzsichtig bin. Ich weiß, ich laber wieder nur Müll. Aber naja, gut. Das seid ihr ja eh schon gewohnt. Apropos nur Müll labern. Ihr könnt ja mal Themen in die Kommentare schreiben, hatte ich schon mal erwähnt. Aber einfach mal in die Kommentare schreiben, über was ich denn mal reden soll. Euch fällt bestimmt irgendwas ein, was ich noch nicht angesprochen habe. Oder was wieder ewig lange her ist. Müll ist auch so ein Thema. Ja. Ich habe das Gefühl, dass die Leute extra viel Müll produzieren irgendwie. Ja. Da wird weggeworfen ohne Ende. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, so kleine Beispiele zum Beispiel. Beispiele zum Beispiel ist auch sehr schlau. Die Aussage. Naja, auf jeden Fall. Zum Beispiel beim Pizzabringdienst. Wenn ich da eine Pizza bestelle, dann tackern die immer den Flyer an die Rechnung. Das mag jetzt seltsam erscheinen, sich darüber aufzuregen oder das überhaupt zu bemängeln. Aber wenn die das nicht machen würden, dann könnte man die sagen, Leute, ich habe schon einen Flyer, ich brauche keinen weiteren. Siehst du, und dann brauchen sie nämlich keine weiteren Flyer drucken. Ne? Also, oder brauchen sie die mir halt nicht geben und dann kriegt es wer anders. Und dann merken sie beim nächsten Mal, oh, wir haben viel zu viele Flyer gedruckt. Wir brauchen eigentlich gar nicht so viele drucken. Und entsprechend entsteht auch weniger Müll. Das Problem ist nur, die tackern immer den Flyer an die Rechnung. Dann kannst du nicht sagen, ich möchte ihn nicht. Weil die machen ja, dann schmeißen die den auch nur weg. Ja. So hätten sie den Flyer für was anderes benutzen können. Das ist einfach irgendwie ist das schon dämlich. Gut, manchmal vergisst du auch zu sagen, dass du schon einen Flyer hast, aber meistens denke ich eigentlich dran. So, ihr müsst das Ziel ansehen? Hä, ich sehe das doch an. Hä, ist ja total seltsam. Wenn ich da hingucke, sehe ich das Ziel nicht an. Wahrscheinlich, weil das Ziel irgendwie in der Mitte von dem Tor ist. Habe ich den schon getötet? Den Anführer tatsächlich. Krass. Das gibt's ja nicht. Na gut. Geht so schnell. Unfassbar. Okay, jetzt noch das Tor hier. Und dann wollen wir mal. Kann ich da jetzt durchlaufen? Eigentlich müsste ich ja. Okay. Ich finde es interessant, dass die nicht mehr trainieren können, weil die total angekokelt sind, die Tore. Ja, die sind nicht etwa komplett eingestürzt oder so. Die sind nur angekokelt. Die haben nur die Farbe verändert. Plötzlich können die nicht mehr trainieren, da die Waagreiter. Das war ja eigentlich das Ziel der Aufgabe. Deswegen habe ich ja die Tore zerstört. Damit die nicht mehr trainieren können. Aber irgendwie klappt das nicht. Kann es sein, dass eigentlich die Wegtextur hier hochauflösender ist? Irgendwie kommt mir das so vor, aber ich kann mich auch irren. Das sieht auch interessant aus da hinten. Mit den Bergen, die so im Nebel verschwinden. Irgendwie ist es nur ein bisschen... Ja, ein bisschen... ich weiß nicht. Könnte noch besser sein. Eigentlich ist hier noch sehr viel Luft nach oben bei der Grafik. Ja, ich habe hier durchgehend 60 FPS, aber auch nur, weil ich, glaube ich, V-Sync anhab. Ja, sonst hätte ich wahrscheinlich noch deutlich mehr. Also hier ist noch so viel Luft nach oben mit der Grafik. Da könnte man sowas eigentlich auch implementieren, dass ich diesen Berg da noch richtig sehe. Mit den Bäumen in der Entfernung hat man es ja schon einigermaßen gut hinbekommen. Siehst du da? Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Aber Berge sind da noch nicht ganz so beliebt. Oder noch nicht ganz so ausgearbeitet scheinbar. Na gut, das mit dem Grauen, das geht eigentlich, aber ein bisschen mehr als nur Grau wäre eigentlich auch nicht schlecht. Sind aber auch sehr hohe Berge. Muss man ja auch mal sagen. Ich würde da gerne rauf können, das wäre geil. Einfach auf so einen riesen Berg mal draufsteigen. Das fände ich richtig toll. Ach ja, das wäre toll.
Tja. Oder was gibt's denn noch zu Müll zu sagen? Es gibt ja auch... Ach, jetzt muss ich wieder vorlesen hier, so ein Müll. Okay. Was benötigt ihr? Welche Stimme hatte ich für den? Hab ich vergessen. Jetzt, da die Trainingsstrecke zerstört ist, stellen die Waagreiter keine Gefahr mehr für uns dar. Meine Axt wird mit jedem fertig, nur nicht mit den Bestien. Nur nicht mit den Besten. Und dank euch brauchen wir uns vor letzterem nicht mehr zu fürchten. Okay. Ich nehme mal, leichte Rüstung brauche ich nicht und das brauche ich auch nicht. Oder doch? Doch, brauche ich sogar, glaube ich. Ich nehme das hier mal, so. Und dann lege ich das mal an. Wo ist es denn gelandet? Was bist du hier eigentlich? Achso, kann ich nicht benutzen? Okay. Da unten ist die Axt scheinbar. Ich glaube, ja. Ja, sieht richtig aus. Dann tausche ich mal das hier aus. So, habe ich mehr Moralhöchstwert. Ist auch nicht schlecht. Kann ja nicht schaden. Okay. Hallo. Endlich kann ich schlafen, ohne befürchten zu müssen, vom Geräusch dieser Füße zu erwachen, die es auf mich abgesehen haben. Ich danke euch. Was bist du? Dich kann ich eh nicht tragen. Nee. Okay. Mir gefällt das hier irgendwie. Ich mag dieses Gebiet. Das ist so schön hier einfach. Ja. Was hat das zu bedeuten? Na gut, das ist jetzt nicht der beste Ausblick, wenn gerade das ganze Interface hier an ist, aber trotzdem. Schön ist es trotzdem. Ihr Kopf wurde abgeschlagen und jetzt liegt die Schlange wehrlos am Boden. Jetzt, da Nust besiegt ist, herrscht im Lager Chaos. Ich bezweifle, dass sie in naher Zukunft einen organisierten Angriff zustande bekommen. Habt Dank für eure Hilfe. Okay, dann kann ich nochmal das hier nehmen, das brauche ich aber nicht. Oder das hier, was ist am meisten wert? Das hier ist am meisten wert, okay. Nehmen wir mal das. Gut. Endlich bin ich mit den Quests hier fertig. Das ist auch nicht schlecht. Was wollt ihr? Ihr habt es geschafft. Istash ist besiegt. Durinstein steht noch und mein Herz ist mit Freude erfüllt. Ihr habt auf euren Reisen sicher schon bemerkt, dass wir Zwerge kein besonders emotionales Volk sind. Doch wäre Durinstein zerstört worden, hätte das jeden Zwerg verzweifeln lassen. Der Dank aller Zwerge ist euch gewiss und ich bin stolz darauf, mit euch befreundet zu sein. Durinstein wird noch viele Generationen lang stehen. Ein Ort, den ein jeder Zwerg besuchen kann, um sich zu erinnern, wer wir sind und warum wir hier sind. Alle Zwerge müssen euch dafür danken. Wir stehen in eurer Schuld. Okay, das Handgelenk. Das könnte ich doch austauschen, theoretisch. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Eigentlich auch nicht. Ach komm. So. Ist alles nicht so geil. Bei Durins Bart. Der heutige Tag ist wirklich ein Freudentag. Lurg wurde besiegt und jetzt werden keine Belagerungswaffen mehr hergestellt werden können. Die ernsthafte Bedrohung unseres Stützpunktes hier und der Randgebiete von Lothlorien ist damit beendet. Obwohl natürlich außer Frage steht, dass hier die Elben so oder so keine Orks in der Nähe ihrer Grenze geduldet hätten. Achso, dass die Elben hatte ich dann noch hier eingefügt? Egal, so. Ich verhaspel mich gerne mal oder verlese mich immer gerne mal. Ich weiß auch gar nicht, ob das normal ist. Wahrscheinlich macht ihr das auch immer mal wieder. Kann ich alles nicht unbedingt gebrauchen, oder? Moralhöchstwert? Nee, brauche ich nicht. Das hier ist am meisten wert. So. Okay, warte mal. Was war das jetzt überhaupt? Ach, da unten steht's. Nee, brauche ich nicht. Das, was ich habe, ist besser. Glaube ich. Okay. Dann habe ich jetzt scheinbar erstmal alles hier abgeschlossen und kann mich daran machen, mich woanders hin zu begeben, indem ich mit der Stallmeisterin spreche, dem Stallmeister, der sich hier befindet. Suilite Mellon. Und mir eine schnelle Reise ermöglicht. Mist. Oder auch nicht. Gut, dann halt nicht. Wenigstens kann ich währenddessen mal in Ruhe über irgendwas reden. Ja, ist mit dem Müll ist auch immer so eine Frage. Ich frage mich auch, wieso die Leute... mache ich mal hier. Wieso die Leute eigentlich den Müll ins Meer werfen? Ernsthaft, warum? Ja, warum machen die Leute das,
Warum verschmutzen wir absichtlich unsere Umwelt? Das verstehe ich nicht. Ja? Ich meine, gut, wenn man es auf Müllkippen bringt, ist eigentlich die Umwelt auch ein bisschen verschmutzt, aber immer noch besser, als das einfach in den Wald zu werfen, ja? Also ernsthaft. Das ist mir echt ein Rätsel. Diese Menschheit. Sie ist seltsam. Mehr als das sogar. So, dann wollen wir mal. Ich mach mal das Interface aus, warte mal. So, schon viel besser. Ist das nicht schön hier einfach? Und so ritten wir durch die Landschaft auf der Suche nach neuen Abenteuern. Auf dem Weg nach Lothlorien vorbei an einem sehr, ja, abgestorbenen Baum. Da scheint irgendwas nicht so ganz geklappt zu haben mit dem Überleben und so. Auch Bäume sterben hier. Das ist nicht so gut. Vor allem in der Nähe von Lothlorien, naja. Wobei, abgestorben war er nicht. Er hat nur die Blätter irgendwie verloren. Vielleicht ist ja auch gerade Herbst, kann ja auch sein. Die Bäume hier sind zumindest gelb. Das ist auch sehr schön hier einfach. Wieso zeigt ihr mir das hier an, obwohl ich das Interface ausgemacht habe, da die Schrift? Aber schön ist es jetzt. Also, das muss man einfach sagen, es ist wunderschön. Und die Musik. Ich bin gerade still, weil die Musik so schön ist. Ich muss aber trotzdem mal, es tut mir leid, aber ich muss mal ganz kurz absitzen und ich möchte gerne wieder... Ich mach gleich das Interface wieder aus, warte, so. Ich muss zum Flat da hinten hin eigentlich und mit dem mal da sprechen, mit den Elben. Oh, ist das schön einfach. Die Musik, die Landschaft. Hier möchte ich gerne leben. Eigentlich schon, oder? Na gut, bis auf die Orks vielleicht, die sind jetzt nicht so toll. Aber an sich, gut, die Musik wird hier natürlich auch nicht spielen, aber der Wald ist schön. Das muss man einfach sagen. Und die Bäume sind auch so riesig groß. Die müssen bestimmt schon Jahrhunderte alt sein. Wo muss ich überhaupt hin? Das war hier hinten irgendwo. Ich weiß bloß nicht wo. Huch, Pferdearsch, auch sehr schön. Nee, hier war es nicht. Ich weiß, das war hier irgendwo. Hier vielleicht? Da, hier ist eine Leiter, warte mal. Hier ist es. Siehste, sag ich ja, hier war es irgendwo. So, da unten sind schon... Ach nee, ein Galadrim-Bogenschütze. Ich dachte schon ein Ork wieder. Oder so, aber nee. Gut, Talan Haldir. Der Ausblick ist auch sehr schön. Ich frage mich, ob ich hier runterfallen kann. Ich möchte es nicht ausprobieren. Ich glaube, ja, ich kann. Ich kann sogar auf die Äste rauflaufen, ist ja krass. Cool. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Krass. Okay, ich mache das Interface wieder an. Ich muss ja vorlesen irgendwie. Das geht ja schlecht ohne Text. Ach Gott, zu viel. Nee, du bist ja für Gefährtengruppe. Oder Kleine. Nicht gestattet. Dann machen wir mal das hier. Fremden ist der Zutritt zum Goldenen Wald nicht gestattet. Ja, mein Gott, ich bin doch kein Fremder. Willkommen in Lothlorien, Jäger. In letzter Zeit haben wir hier zahlreiche seltsame Besucher. Wenn ihr Zuflucht benötigt, seid ihr hier richtig. Ich bin sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen, denn selbst an diesem abgelegenen Ort haben wir von eurem Heldenmut gehört. Okay, hier gibt's... Warte mal, ich guck mal. Der hat immer noch nur die gleiche. Okay, die brauchen wir nicht. Du hast noch eine Quest. Oh. Ja, ich interagiere noch mit Was dem anderen. Was führt euch zu uns? Ihr habt gute Arbeit geleistet, Tagador. Wir werden eure Hilfe niemals vergessen, doch es wird immer mehr zu tun geben. Die Galadrim werden eure Hilfe benötigen. Ihr habt viele Orks getötet, doch ihre Lager in Nandohirion stellen... ich kann so nicht sprechen, eh. ...stellen für jene, die auf der Straße zwischen hier und Moria reisen müssen, noch immer eine Gefahr dar. Die Orks haben vor ihren Außenposten entlang der... Ach so. Ah, okay, die haben... Ah, jetzt, also... Ich war gerade verwirrt, was die jetzt meinen. Die Orks haben vor ihren Außenposten entlang der Straße Befestigungen errichtet. Setzt diese Befestigungen in den Brand, Tagador. Dann können wir die Orks vielleicht davon überzeugen, in ihre widerwärtigen Baue in den Bergen zurückzukehren.
Ihr findet die Befestigungen im Nordwesten. Vor ihren Lagern Urugashan, Drugamat und Ad-Mathul an der Straße durch Nandohirion. Okay. Warum muss sie so eine hohe Stimme haben? Verdammt. Du bist wenigstens ein Mann. Was führt euch nach Lothlorien? Sehr gut, Thagador. All diese Waffen werden die Orks schmerzhaft vermissen und unsere Aufgabe erleichtern, Lothlorien zu verteidigen. Achso, ich muss wählen, und zwar Fassung der Kraft oder was? Was gibt's da noch? Ich kann das gar nicht lesen. Achso. Na gut, die Erfahrungspunkte brauche ich nicht. Ich nehme mal hier das, das heilt mich ein bisschen. Das ist, glaube ich, besser. Ein Schatten breitet sich jenseits Lothlorians aus. Wir müssen gut auf ihn vorbereitet sein. Die Orks werden immer dreister, Thagador. Und ihre Wegelagerer machen das Reisen auf der Straße durch Nandohirion für den unvorsichtigen Reisenden sehr gefährlich. Wenn ihr den Elben von Lorien freundlich gesinnt seid und unsere Sorgen teilt, werdet ihr vornehmlich gegen diese Orks etwas unternehmen. Reist in Richtung Nordwesten nach Nandohirion und besiegt die Ork-Wegelagerer, wo ihr sie findet, entlang der Straße und am Rand ihrer Lager in diesem Gebiet. Die Straße in den Goldenen Wald muss wieder sicher werden. Ach schön, mir gefällt das hier einfach. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag das hier so sehr. Das ist so schön einfach. Und hier laufe ich auf dem mit Blättern bedeckten Boden herum. Ach, schön. Also muss ich einfach mal sagen. Und Müll gibt's hier auch nicht, ja? Huch, jetzt ruckelt es auch noch. Also die Leute lassen hier wenigstens keinen Müll rumliegen. Das ist ja auch schon mal was. So, was gibt's hier? Vollbringt Aufgaben in Lothlorien. 3 von 10. Ach, so viele schon wieder. Naja, viel ist gut. 3 sind jetzt nicht so viel. Ich habe noch mehr Quests hier. Hier vorne gab es noch irgendwo welche. Die mache ich natürlich auch noch. Klar. Warum denn auch nicht? Wieder alles vorlesen. Na toll. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Aber egal. So. Jetzt bin ich auch schon wieder drin, aber ich muss auch gleich eine Aufnahmepause machen, weil ich wollte noch andere Dinge machen. Ich muss noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Für die Uni. Ich muss auch noch was für die Uni tun. Ja, ich studiere nebenbei. Ach, hier ist das Scharmützelager. Hier bin ich ja falsch. Warte. Hier muss ich hin. Hier gibt es noch irgendwie Aufgaben. Echard an Destel. Ich laufe auch überall gegen irgendwie. Hier. Seid gegrüßt. Falls ihr euch erholt haben solltet, hätte ich eine Bitte an euch. Okay, ich glaube, das ist auch eine wiederholbare Quest hier. Die Orks von Moria sind zahlreich, Thagador, und in den letzten Tagen immer kühner geworden. Einigen ist es sogar gelungen, die Grenze zum Wald zu überschreiten, obwohl keiner von ihnen jemals wieder aus Lothlorien hinausgelangen wird. Die scharfen Augen der Galadrim können den Weg der Orkfeinde schnell erkennen. Kein aufgespürter Ork kann hoffen, noch lange zu leben. Aber es gibt so viele dieser ekelhaften Kreaturen, dass den Galadrim in Kürze die Pfeile ausgehen werden. Sucht an der Grenze des Goldenen Waldes östlich von hier nach Orkleichen und holt Pfeile aus ihren Körpern. Kommt der Grenze nicht zu nahe, denn die Galadrim könnten euch aus ihrem Versteck erschießen, wenn sie euch nicht erkennen oder nicht kennen. Haltet Abstand zur Grenze, wenn euch euer Leben lieb ist. Okay, ich konnte doch schon nach Lorien rein. Bleibt einen Augenblick. Und außerdem bin ich ein Elb. Verdammt. Wieso? Naja. Seit einigen Tagen versuchen Orks in den Goldenen Wald einzudringen, Thagador. Und obwohl die Pfeile der Galadrim sie töten, bevor sie weit kommen, hinterlassen sie großen Schaden. Verflucht seien die dreckigen Füße der Orks. Ihre Überquerung des schnell fließenden Nimrodel hat dessen reines Wasser verschmutzt. Der verkrustete Unrat von ihren Stiefeln sammelt sich am Ufer des Stromes und der Gesang des Nimrodel hört sich deshalb kummervoller an. Reist am Strom in Richtung Norden und Süden und sammelt den Unrat, den die Orks auf ihrem Weg hinterlassen haben. Bringt ihn mir, dann werden wir ihn entsorgen und Nimrodel wird wieder sauber sein. Hey, wir hatten doch gerade über Müll geredet. Na sowas, apropos, gibt's hier nicht noch mehr Quests? Nö. Irgendwie nur 2, das ist ja nix. Das ist ja lächerlich. Das kann ich ja jetzt fast noch machen. Huch, ich war ja schon auf dem Pferd drauf, verdammt. Nur noch 2 Quests, na komm. Weißt du was, das mache ich jetzt mal. Schnell, dann geh... Oder? Ja, ein bisschen mache ich jetzt noch und dann mache ich mal eine Aufnahmepause. Ork Unrat, da. Schön. Dann suche ich mal noch mehr. 1 von 5 soll ich sammeln, okay.
Warte. Hier irgendwo. Achso, hier hinten bestimmt. Da drüben sehe ich gerade nichts. Hier sehe ich noch Ork-Unrat hier auf dieser kleinen Insel. Und da drüben sehe ich noch was. Und dann schauen wir mal, wo noch mehr ist. Und Ork-Pfeile soll ich auch noch sammeln. Die müssen auch irgendwo sein. Huch, habe ich mich gerade verletzt? Nee, habe ich nicht. Okay. Hat sich so angehört. Aber kann ich ja irgendwie nicht. Ach, das war, glaube ich, das Einsammelgeräusch. Okay, gut. Da ist noch mehr. Ach, eine Leiche. Ach, da brauche ich ja Pfeile, ich erinnere mich. Und zwar ganze 5. Hat nicht irgendwer was von 10 gesagt? Hm, keine Ahnung. Ich habe doch irgendwo 10 gelesen. Oder bin ich jetzt schon blöd? Naja, gut. Hier sind noch Ork-Leichen. Die müssen noch irgendwo anders liegen. Theoretisch. Irgendwo müssen noch Ork-Leichen liegen. Hier vielleicht. Oder Unrat oder so. Irgendwo. Na, hier vielleicht irgendwo Unrat? Nö, scheinbar nicht. Hier sehe ich noch eine Quest. Warte mal. Der Rumil, der hat noch eine. Die nehmen wir natürlich auch an. Ach, das ist hier die Epos-Quest. Rumil lächelt euch an und sagt etwas in der Elbensprache. Willkommen. Ich weiß, dass ihr mit mir zusammen die Wache halten sollt. Doch scheint alles ruhig zu sein. Doch es scheint alles ruhig zu sein. Die Orks haben sich klugerweise dagegen entschieden, hier einzudringen, um mich herauszufordern. Wie schade. Ich danke euch für euer Angebot. Doch es ist derzeit noch nicht nötig. Irgendwie widerspricht er den anderen, die gesagt haben, dass die Orks da eingedrungen sind. Komisch. Ein Malorn-Falke, was es alles gibt hier. Krass. Aber hier ist kein Unrat und keine Ork-Leichen. Ich suche Unrat und Ork-Leichen. Die müssen doch irgendwo sein, verdammt. Hm. Na komm. Ich glaube, ich mache auch gleich eine Aufnahmepause. Und dann schaue ich mal. Hier ist doch... Nee, hier ist auch kein Unrat, oder? Da unter der Brücke vielleicht? Nö. Hm. Ich suche mal beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Und dann stelle ich mich mal hier auf diese Brücke am besten. So, auf die komische, kaputte Brücke leider. Und dann schauen wir mal, warte, Interface aus. Dann schauen wir mal in den Wald hinein, der so wunderschön leuchtet in der Sonne. Nee, in der Morgensonne oder Mittagssonne. Okay, und ich verabschiede mich mal. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und mit diesem wunderschönen Ausblick verabschiede ich mich jetzt aber wirklich. Auf Wiedersehen und tschüss.